Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute bei Fresh Angezockt spielen wir Formula Fusion. Und ja, das gab am Anfang schon eine Epilepsie-Warnung. Also falls ihr Epilepsie habt, ist das Video sehr wahrscheinlich nicht für euch. Ich bin froh, dass hier noch nicht so die krasse Epilepsie jetzt am Anfang rauskommt. Aber falls ihr Epilepsie habt, schaltet lieber ab. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was das Spiel bringt. Danke natürlich wie immer an den Publisher fürs Bereitstellen des Spiels. Und ja, wir machen Race, würde ich sagen. 3 Runden, 10 Racer. Okay. Welches nehmen wir? Komm, wir nehmen mal Elite. Elite hört sich cool an. Okay, hier kann man aussuchen. Was nehmen wir? Wir nehmen Python. Hier kann man die Maps aussuchen. Okay, wir müssen die nächsten erst im Campaign-Mode anlocken. Von daher nehmen wir Midtown-Traffic. Und ja, ab zum Race. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung ist oder so. Ich vermute mit den Pfeiltasten, weil ich hier gerade auch schon mit den Pfeiltasten navigiert habe. Aber keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht auf WASD. Klassisch, ne? Müssen wir mal schauen. Das Spiel erinnert mich persönlich so ein ganz kleines bisschen am Wipeout. Natürlich werden jetzt viele sagen, oh nein, gar nicht, dies, das. Meine persönliche Meinung halt, ne? Ist nicht jedem die Meinung. Ja. Wäre ja noch schöner, wäre meine Meinung die Meinung von allen Menschen. Oh, dann hätten wir eine schöne Welt. Meiner Meinung nach. Ja, lädt das hier oder was müssen wir irgendwas drücken? Das scheint zu laden, aber jetzt hat's fertig geladen. Okay, das ist unser Racer. Ich habe mal die Hände am WASD als auch an den Pfeiltasten, je nachdem was jetzt kommt. Okay, das ist WASD. Oha. Und scheinbar kann man auch... Hallo? Fährt er jetzt mal? Das Gamepad benutzen wir, das vibriert gerade. Hört ihr vielleicht? Dezent. Aber wie benutzt man das Gamepad? Okay, ah. Auf dem Gamepad. Ah, wie lenkt man wirklich gut um Kurven? Was kann man hier noch drücken? Okay, ich bin einfach 10. von 10. Und mein Shield ist critical. Das haben wir jetzt mittlerweile auch mitbekommen. Man kann gar nicht so krass lenken, wie man hier lenken muss. Oder muss man einfach dafür langsamer fahren? Weil mit dem Speed ist es nicht möglich. Oh, jetzt bleibt er hängen. Der zieht dann irgendwann immer nach außen. Ja, wenn man früh genug lenkt, geht's vielleicht doch so ein bisschen zumindest. Und da muss man echt, boah, noch früher lenken. Leute, ich werde fast überrundet hier. Ich wurde sogar überrundet, oder? Da vorne fährt er, ne? Noch einer. Und noch zwei haben mich überrundet. Noch einer. Komm, den hole ich mir wieder. Irgendwie. Bam, ich habe ihn, glaube ich, nochmal zurück überrundet, aber jetzt hat er mich wieder. Oh, come on, ich will doch nur von der Wand weg. Ja, jetzt habe ich zu sehr gelenkt. Auch nice. Wie schießt man? Das ist safe. Ich habe irgendwas geschossen. Mit der L1 kann man das schießen. Die anderen sind alle schon im Ziel, während ich hier nur am Rumgammeln bin. 55 Sekunden ist bisher meine beste Rundenzeit. Die werde ich, denke ich, nicht schlagen, weil ich kacke fahre gerade.
Hier ist es, ne, ich schlag's nicht. Uiuiui, ui, ui. Okay. 10. Platz. Geht natürlich besser, ne? Das wissen wir alle. Okay, okay. Gibt's hier irgendwie? Ich kann mal kurz gucken. Wir machen mal die Kampagne, komm. Oh, jetzt habe ich aus Versehen komplett nach rechts gegangen. Okay, und wir starten ganz easy mit dem Stealth-Bomber. Ja, ja, ja. 2075 befinden wir uns scheinbar, wenn man Sirius 2075 als Jahreszahl nehmen will. Da gibt es also dann Anti-Gravity Racing, meine Freunde. Bin schon gespannt. United Trans-American States. Okay. Eine Cinematic, die wir hier kriegen. Das skippen wir mal. Brauchen wir nicht. Okay, vor mir wieder Mates. Beziehungsweise Gegner eher, nicht Mates. Und wieder ein paar Soundbugs. Double Boost, wie setzt man denn ein? Okay, das Ding ist dafür wieder fast zu leicht zu lenken schon. Im Vergleich zu dem Elite-Ding gerade. Ich hätte vielleicht nicht mit dem Elite-Ding anfangen sollen. Definitiv einfacher zu lenken. Kann man, denke ich, so sagen, auch wenn ich immer noch 10. bin, aber... Na, das kommt mit der Zeit vielleicht. Wie kann man jetzt boosten hier? Ich weiß es nicht. Ja, was ist jetzt? Ich bin unsichtbar. Ah, das ist ja der Stealth-Bomber. Deswegen war der unsichtbar wahrscheinlich. Ah, so driftet man. Jetzt habe ich rausgefunden, wie man driftet. Bin allerdings in die falsche Richtung gedriftet. So, Freunde. Oh. Ja, das war keine Absicht. Final Lap sind nur 2 Runden. Ja, dann hole ich ja gar keinen mehr. Oh, zu sehr wieder gelenkt. Hier muss man nur ganz sachte lenken. Okay, zack, zack. Fuhr da vorne gerade einer? Und das hat hier leider keine Minimap. Da vorne, nee. Es kommen, glaube ich, eher wieder welche von hinten, die mich überrunden. Man muss quasi ohne Fehler durchkommen und dann auch noch Boosts mitnehmen. Jetzt sind die ersten im Ziel da. Hier ist es hier. Okay. Das war auf jeden Fall... Die zweite Runde war ganz okay, würde ich sagen. Da hätte ich vielleicht sogar noch mal einen einholen können am Ende. Okay, ich bin letzter. Das war klar. So, ein Rennen machen wir noch, würde ich sagen. Gucken wir mal. Nehmen wir den Panzer. Eieiei, Freunde. Niagara Day. Ah, ne, Niagara Falls ist das Rennen. Mal gespannt, ob man davon vielleicht auch irgendwas sieht. Wäre ja cool, ne?
Es gibt Cinematic. Damit wir auch die Soundbugs. Hier sind immer so ein paar Soundbugs noch. Keine Ahnung, ob die das noch verbessern. Sollten die auf jeden Fall. Ich drück mal direkt schon A. Damit der einfach direkt Gas gibt. Kein Turbostart oder so, falls es sowas hier überhaupt gibt. Einfach direkt Gas geben. Hier laggt es gerade auch so ein bisschen. Dezent, ich habe keine FPS-Anzeige gerade leider. In diesem Spiel. Aber ihr seht selber, dass es laggt. Mit dem Wasser hier wahrscheinlich. Ist einfach zu viel. Okay, hier kriegen wir wieder einen Boost. Wärme, direkt zwei hintereinander. Den wollte ich gar nicht mitnehmen. Uiuiui. Okay, das sollte Runde 1 gleich gewesen sein, oder? Noch nicht. Oh, was mache ich? Warum fahre ich da gegen die Wand? Kann mir das irgendwer erklären? Ich kann es mir selber nicht erklären, ehrlich gesagt. Jetzt sollte aber langsam mal jedes Ziel kommen, oder? Also die Runde 1 beendet sein. Was ist denn das für eine lange Map, ey? Jetzt am besten noch so 10 Runden oder so. Wenn das so lang ist, kann das fast nur eine Runde sein, oder? Ich weiß es nicht. Ne, sind mehrere Runden. 2,40 habe ich gebraucht, knapp. 2,39 irgendwas. Hier leckt es dann wieder so ein bisschen. Ja, das hängt mit dem Wasserfall zusammen. Definitiv, das ist too much for my PC. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann vielleicht das Spendenziel erreichen oder ich einfach Geld habe. Dann kommt da ein neuer PC ran, Freunde. Definitiv. Und dann läuft der Hase auch wieder. Dann läuft der Hase auch wieder. Oh, da fahre ich vorbei. Double Boost. Da war ich kurz auf über 500 km/h beschleunigt. No, jetzt laggt es gerade wieder. Ihr seht das leider auch am Bild. Das ist halt schade. Also vermute ich einfach mal. Ich sehe es auf jeden Fall ordentlich. Ja, jetzt fahre ich da wieder gegen. Das war abzusehen, dass er nicht lenkt. Wo ich es gedrückt habe. Wird mir angezeigt, was für Werbung, was für Musik läuft oder was war das für ein Ding? Da rechts die Einblendung. Ich konnte es nicht wirklich lesen, weil ich ja auch ein bisschen auf die Strecke konzentrieren muss. Auch wenn ich hier so abluse und einfach easy letzter werde, mit Abstand wahrscheinlich. Die fahren wahrscheinlich so 2 Minuten Zeiten oder so. Werden wir ja gleich sehen, wann die im Ziel sind.
Oh Gott, okay, noch sind die nicht im Ziel. So weit weg sind die also vielleicht gar nicht. Wobei jetzt schon 10 Sekunden krass wäre, ne? Hä? Ach, es sind 3 Runden. Deswegen sind die noch nicht im Ziel. Und ich denk schon, Freunde, ich denk schon. Warum sind die nicht im Ziel? Wir haben Wasser verleckt, hat leider ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Dadurch habe ich halt auch nicht mal eine Chance, eine gute Zeit zu fahren. Die Kurve kam ich jetzt mal ordentlich rum. Jetzt über die Brücke wieder, zack. Ordentlich hier rüber boosten. Hier leckt es wieder ein bisschen. Uiuiui. Ich bin mal gespannt, was die am Ende, wann die ins Ziel fahren. Dann kann man sich das ja ungefähr ausrechnen, wie viel pro Runde die rausgeholt haben. Ah, sind das hier 4 Runden oder was? Immer noch keiner im Ziel. Beziehungsweise keiner von den... Vom 6. bis zum 9. Sagen wir es so. Da wird sogar noch fleißig überholt. Kurz vor Schluss wahrscheinlich oder so. Ah, da stand auch nicht Final Lap, oder? Kann auch sein, dass ich hier noch eine Runde fahren muss. Weil sonst sollten die langsam beim Ziel sein. Die sind nicht nur 20 Sekunden hinten. Ja, vorne meine ich, nicht hinten. Ist wahrscheinlich noch eine Runde. Steht das hier irgendwo? Nee, ne? Doch, Lap 3 von 4 steht oben. Oh nein, noch eine Runde. Oben links, lol. Final Lap! Komm. Jetzt nochmal einen neuen Lap-Rekord wenigstens. Persönlich natürlich nur, nicht komplett, ne? Das wäre übertrieben. So gut fahre ich in dem Spiel auch nicht und dann passt es, wenn wir das noch hinkriegen. Ah, hier bin ich vorhin besser durchgekommen, definitiv. Double Boost. Jetzt sollten langsam mal die ersten hier ins Ziel kommen. Oder sind die echt nicht so weit weg und ich kann die vielleicht sogar noch catchen, wenn ich eine gute Runde fahre? Aber glaube ich nicht. Uiuiui. Also der Profi werde ich in dem Spiel sicher nicht, Freunde. Jetzt ist der 6. im Ziel. Eine Minute vor mir. Das heißt, der hat mir pro Runde, wir haben 4 Runden gefahren, durch 60, 15 Sekunden abgenommen pro Runde. Uiuiui, schon ordentlich. Also ich muss definitiv besser werden in dem Spiel oder es einfach sein lassen. Es wird wahrscheinlich auf Zweiteres hinauslaufen, aber ihr könnt oben rechts abstimmen natürlich, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt oder nicht. Von dem Gelegge hier. Eieiei. Okay, ich sollte jetzt auch
über die Ziellinie fahren. Keine neue Bestzeit, oder? Nee, ganz knapp nicht, glaube ich. Uiuiui. Laptimes? Doch, der letzte Lap war am besten von mir. In der Tat. Nee, ich gucke hier gerade nicht bei mir. Oh, ganz knapp. Eieiei. Ja, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut da rein. Ciao!